Das System LI aus der Produktfamilie Sivacon 8PS ist ein hochmodernes Hochstromschienenverteilersystem der Firma Siemens, mit dem große Energiemengen sicher übertragen und verteilt werden können. Bei der in großen Gebäuden typischen Vertikalinstallation kommen immer die sogenannten Federbügel zum Einsatz. Sie werden an der Wand montiert, als erster Schritt bei der Installation des Systems LI. Die Funktion der Federbügel besteht darin, das Eigengewicht sowie die belastungsabhängigen Längenausdehnungen der Schienenkästen zu tragen und zu führen. Die beiden Führungselemente werden nun abgenommen. Der Schienenkasten wird nun an den vorbereiteten Federbügel montiert. Der Schienenkasten wird durch das Anziehen der Führungselemente befestigt. Zur Erweiterung des Schienenstrangs werden nun die vier Abdeckungen der Hakenbolzenverbindungen abgenommen. Die beiden Einbolzenklemmblöcke werden entsichert. Die Montage des nächsten Schienenkastens beginnt mit der Entfernung des Transportschutzes. Dann kann der Schienenkasten an der Wand montiert werden. Die Montage erfolgt durch einfaches Einsetzen in den Klemmblock. Dabei ist die Markierung der Phasenreihenfolge von links nach rechts N1, L1, L2, L3, PE zu beachten, damit die richtige Leiterzuordnung sichergestellt ist. Die seitlichen Erdungsbleche der beiden Schienenkästen werden bündig gesetzt. Der Abstand der beiden Schienenkästen wird überprüft. Ihr Abstand an den Erdungsführungsblechen darf sich in einem Toleranzbereich von 0 bis maximal 4 mm bewegen. Dann hat der Klemmblock den richtigen Sitz. Bei der Erstinstallation können die beiden Einbolzenklemmen auch ohne Drehmomentschlüssel angezogen werden. Der äußere Teil der Doppelkopfmutter wird bis zum Abscheren angezogen. Das entspricht einem Drehmoment von 50 Newtonmeter. Die Montage der Abdeckungen schließt die wartungsfreie Schienenverbindung ab. Der Festpunktwinkel ist ein wichtiges Befestigungselement bei der Vertikalinstallation. Der Festpunktwinkel dient als Schablone für die Bohrung der Befestigungslöcher an der Wand. Nach dem Bohren der Löcher wird der Festpunktwinkel sowohl an der Wand als auch am Schienenkasten verschraubt. Mit dem Lösen der roten Transportschutzmuttern wird der Federbügel funktionsfähig. Vor dem Aufsetzen des Abgangskastens wird die Aufsetzeinrichtung am Schienenkasten befestigt. Der Abgangskasten wird zur Montage vorbereitet. Dazu wird der Abgangskastenplan auf den Boden gelegt. Die Schalterstellung des Türkupplungsdrehantriebs muss vor der Abnahme des Deckels auf Off gestellt werden. Dann werden die Deckelschrauben geöffnet und der Deckel wird abgenommen. Darauf achten, dass die innenliegenden Dichtungen des Deckels nicht beschädigt werden. Nun wird der untere Transportschutz entfernt. Vor dem Aufsetzen des Abgangskastens wird die Abgangsstelle geöffnet. Nun kann der Abgangskasten auf das Schienensystem montiert werden. Das Anbringen geschieht durch einfaches Einschwenken. Ein Arretierungsklick signalisiert den richtigen Sitz. Der Abgangskasten ist nun mechanisch fest, befindet sich aber in der Trennstellung und hat eine Fingersicherheit nach IP2X. Eine zweite Sicherheitsstufe kann eingebaut werden, wenn man den Arretierungshebel zusätzlich durch ein Schloss sichert. Der elektrische Anschluss des Verbrauchers an den Abgangskasten kann nun durch das Anschließen der Kabel für den Verbraucher gefahrlos durchgeführt werden. Erst nach dem vollständigen und sicheren Kabelanschluss wird der elektrische Kontakt des Abgangskastens mit dem Schienensystem hergestellt. Dazu, falls verwendet, das Schloss am Hebel entfernen, dann den Hebel komplett umlegen. Hierdurch wird der Kasten an die Schiene gezogen und der Kontakt mit dem Schienensystem ist hergestellt. Dann wird der Deckel auf den Abgangskasten geschraubt. Erst wenn man jetzt den Schalter von Off auf On umlegt, wird der Abgangskasten eingeschaltet und Strom fließt zum Verbraucher.
So ist die Installation des Abgangskastens immer sicher. Das System LI, die integrierte Lösung für die sichere und effiziente Energieversorgung der Zukunft.